Los, wir müssen abhauen. Was ist passiert? Rockwa Junior will Rache für seinen Vater. Komm auf den Punkt, sie kommen! Los, Soldat, bleib bei mir! Scheiße, sie kommen! Schnapp dir welche! Verdammte Scheiße! Fallen lassen! Auf den Boden! Los! Nicht schießen! Joe Jatze! Wie hast du mich gefunden? Als du den General, also Rockwas Vater, aus dem Fenster geschmissen und ihm das Rückgrat gebrochen hast, war mir klar, dass sein Sohn deinen Tod will. Also ging ich zu Avas. Mist, du hast ihn damit reingezogen? Du würdest nicht lange im Militärgefängnis im Keller überleben. Sie würden dich exekutieren. Avas hat also seine Beziehung spielen lassen, damit du in ein Hochsicherheitsgefängnis nach Tbilisi gebracht wirst. Und das hilft mir wie genau? Wir hatten den Plan, dich während des Transports zu befreien, aber Rockwa war schneller. Fuck. Welch ein Glück. Rocker will Rache für den Unfall von seinem miesen Vater. Er wird mich jagen. Du musst das Land verlassen. Ich habe diesen ganzen Mist begonnen. Jetzt muss ich's auch zu Ende bringen. Mit der Einstellung wirst du irgendwann draufgehen. Danke, Cassandra. Ruhe jetzt und weiter. Wir sind da. Hier ist's sicher. War ein langer Tag. Ruh dich aus. Wenn du Rockwa wirklich finden willst, geh nach Kidi. Dort lebt ein alter Freund von ihm, ein alter Kriegsverbrecher, der immer ein Gewehr dabei hat. Es heißt, er habe Dokumente, die Rockwas Aufenthalt preisgeben. Danke für alles, Sviat. Vielleicht fragst du dich, warum ich dir helfe. Nur so viel. Das ist eine private Angelegenheit. Ich kenne die ganze Familie von Rockwa. Und das sind keine guten Menschen. Ich glaube, der General hat es gewagt, dich zu missbrauchen. Du hast nur versucht, dich zu wehren. Jetzt ruh dich aus. Ich habe dir das Funkgerät dagelassen. Nimm es mit. Kommunikationstest. Hoffe, du hörst mich, Lydia. Sobald du im Dorf Kidi bist, such den Werwolf und benutze sein Gewehr zum Besten. Vögel zwitschern, dass er auch weiß, wo sich Rockwa aufhält. Es gibt Dokumente, die seine Position preisgeben. Sieh dich vorsichtig um. Ende. Ende. Ja, und hier ist für mich der Beginn. Hier ist wieder der Fun-Gamer. Nochmal, hier ist wieder der Fun-Gamer. Mit Sniper Ghost Warrior 3, und zwar das erste DLC Lydias Flucht. Diese mit Laser, nice. Mach eine Drohne dabei. Ja, wieder mal bestens ausgerüstet. Jetzt konzentrier dich auf die Dokumente und das Gewehr. Ja, das Dorf kennen wir doch. Oh. Nicht gut. Schon wurde man entdeckt. Ja, ich möchte aber den Weg nehmen. Auf den Boden.
wenn es geht. Den ich schon einmal genommen habe im Hauptspiel. Schaut hier ein bisschen anders aus. So, hier klettern wir mal. Mal sehen, ob das was bringt. Nein, hat nichts gebracht, weil man muss dort rüber. Oh. Na, so geht's auch. Ja, der Weg hat sich bewährt. Das ist ja quasi die Vorgeschichte. Also hat man quasi den Weg von mir. Man muss umrunden. Vielleicht kann man auch gar nicht jetzt dorthin. Geht doch. Das geht nicht nur, sondern es läuft sogar gut. So pirscht man sich vor. Oha, sind da viele. Okay, das Gewehr braucht noch ein bisschen länger. Oh. Okay. Das heißt, da darf man nicht lange fackeln, sondern muss
da rein. Ist auch ein Lernprozess, Leute. Dann werden wir das auch so machen. Lauter neue Waffen. Schauen wir mal im Tagebuch. Da hat man nur die Spur. Dieses Scharfschützengewehr hat mir ein bisschen zu viel Zoom. Stellen wir es mal zumindest auf 100 Meter ein. Oha, Alter. Was ist da noch alles freigeschalten? So, wieder ein bisschen plündern. Da liegt er gemütlich drüber. Ich mache was dazu. Rate mal, was ich jetzt mit dir machen werde, Arschloch. Ich bin unter Beschuss!
Ach Gott. Begrenzung durchbrochen. Wir haben einen Eindringling. Das ist nicht gut. Wo ist der? In Deckung! Melde Opfer! Feind ausmachen und neutralisieren! Oh Scheiße, es ist einer von uns! Ich kann ihn nicht. Ich hab ihn verloren. Oh! Das war nicht gut jetzt, Leute. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Pause gemacht, jetzt muss ich wieder reinkommen. Ja, ich würde aber sagen, dieses Vergnügen machen wir nächstes Mal. Da rocken wir so richtig das Ding. Ihr habt jetzt zwei Versuche gesehen, wie man es nicht macht. Alle guten Dinge sind drei. Und da wird das sowas von gefetzt und gerockt. Ich bin der Fun Gamer. Macht's das gut. Bis dann und ciao.